weiter in den sprunghaften Aphorismen, erste Ebene, Ewigkeit, glatte Muskulatur, autonomes Nervensystem, Bauchplexus, zwei untere Plexus, die U-Deklination, also nicht Plexi, sondern Plexus, Reproduktionsplexus und unterer Darm. Dann gibt es den mittleren Plexus, Magen, Leber, Pankreas, Milz, dann den Sternalplexus, der sich um Herz, Lunge und Thymus kümmert, oder auch Solarplexus, dann den Halsplexus, Thyroidia, Kehlkopf und so weiter. Und die Plexus 6 und 7 sind dann die beiden oberen Acheronta, das Kronenplexus, das Kronensankhya. Die unteren beiden Plexus, der Verdauungsschlauch, die Reproduktionsorganellen sind älter als die oberen. Sie sind noch nicht von den oberen Acheronta abhängig. Das ist glatte Muskulatur, Peristaltik und keine, also autonome Muskulatur und keine durch Willen steuerbare Muskulatur. Dadurch angeregt oder reguliert. Ortsständig werdende Anemonen benötigen kein Denkgehirn, die allein für die Bewegungskoordination zuständig ist, sondern verdauen es sofort, sobald sie ortsständig werden. Die Babys haben noch ein Hirn, später wird es nicht mehr gebraucht. Meditation ist nichts anderes als eine Art Verdauen der oberen Acheronta des Denkfühlhirns und Regression in die unteren Eucharonta, jenseits des Zeittraums, eines ewigen Energieflusses, selbstgenießender Körpersubstanz der Unsterblichkeit, ohne Zeit, ohne Paradoxie, ohne Raum, kein Tod, wie in den Akzidenzien Gottes des Systems Unbewussten. Das ist die erste Stufe, in der das Tödliche verworfen bleibt. Die Erfahrung des unendlichen ausgedehnten Genießens Energieraums durch Selbstverdauung, Peristaltik. Schwingungen, Wellenfelder, innere Hitze. Erwachungserleuchtung durch Endorphine, DMT, stellt sich nur ein in Phasen der Hochspannung kurz vor der Abfuhr. Aufstauung süßlichen Selbstgenießens, die Hungerkünstler. Die zweite Möglichkeit besteht in der Auslenkung, nämlich in den nachherigen Reparations-Reorganisationsprozessen nach vorheriger Verletzung, Überreizung, Auslenkung.